Guten Morgen. Ich bin immer noch auf dem werdenden Gemeinschaftshof, der hier wächst in Freiberg. Wenn ihr darüber Informationen haben möchtet und vielleicht da Interesse habt, hier euch einzubringen, dann könnt ihr mich gerne auf Facebook anschreiben. Da tue ich euch einfach die Kontakte weiterleiten. Und ja, auf jeden Fall ein interessantes Projekt hier, sehr abgeschieden und ja, irgendwie eine sehr, sehr schöne Energie, die ich hier vorfinde. Und hat mich auch sofort gepackt, hier die Videos zu machen. Ich kann gar nicht mal feststellen, woran das liegt. Also teilweise sind die Wände nicht komplett tapeziert und die Decken sind sehr tief. Aber die ganze Aura ist hier irgendwie was Natürliches, was Echtes und ja, fernab von ja, Zivilisation, kann man fast sagen. Egal, das Thema heute. Das Rainbow. Das Resümee-Video. Ich werde das hier an dieser Stelle direkt machen. Die Eindrücke sind noch recht frisch. Ich war vor drei Tagen war ich noch auf dem Rainbow und ja, das war das erste Rainbow, was ich von Anfang bis Ende, ja, wo ich beigewohnt habe. Ich habe direkt, ja, am Anfang vielleicht so 2-3 Tage, wo es gestartet ist, da war ich noch nicht da, aber so 2-3 Tage danach bis zum letzten Tag, wieder bis zum Neumond, also eine komplette Mondphase quasi durch die 30 Tage. Und ja, was bedeutet das? Das waren 30 Tage in der Natur und naja, also ich bin ja von Haus aus, so zumindest sagen wir mal in den letzten Jahren, Jahrzehnten nicht wirklich richtig intensiv in den Kontakt mit der Natur gekommen und das hat erst wirklich intensiv dieses Jahr angefangen mit der Deutschlandwanderung, auch mit dem ersten Rainbow und ja, ich merke da tun sich für mich große Welten auf. Ein großer Erfahrungsschatz liegt da, ein großer Zugang zu einem natürlichen Bewusstsein und natürlich auch der Bewusstheit, also das Reflektieren darüber. Und mir tat das extrem gut. Und das war, das kann ich jetzt schon sagen, für die Menschen, die nur 5 Minuten hier zuschauen und kurz wissen wollen, wie es Rainbow gewesen sind, es war das beste Rainbow, wo ich jemals gewesen bin. Ich war allerdings natürlich erst auf 3 Rainbows, von daher ist es nicht ganz so weit, also nicht ganz so groß die Konkurrenz, aber ja, es war trotzdem von alledem das Schönste. Ich habe viele interessante Dinge kennengelernt und die möchte ich heute mit euch teilen. Das Erste, was mir einfällt, ist der Zugang zu dem Begriff Kultur. Ich habe zu dem Begriff Kultur oder Tradition generell ein sehr, sehr zwiegespaltenes Verhältnis, weil das liegt meist in der Vergangenheit und die Menschen beharren darauf und haben in dem Moment oder geben dem Moment gar nicht die Möglichkeit, sich voll zu entfalten, weil sie auf die Kultur referieren, warum sie etwas tun oder warum sie etwas nicht tun und das ist Tradition, das gehört sich so, anstatt einfach den Moment wahrzunehmen. Und das ist immer noch so. Aber die Kultur, und jetzt insbesondere beim Rainbow war das, die Kultur und das Achten gewisser ja, Traditionen, das ist einfach so eine Form, um seinen Respekt zu schulen. Um seinen Respekt zu schulen vor gewissen Dingen. Auch eine gewisse Demut an den Tag zu legen vor der Tradition des Rainbows. Auch wenn die Tradition des Rainbows, genau wie die deutsche Tradition oder die deutsche Kultur, im Endeffekt keinen Wert hat, also keinen realistischen Wert, so kann sie dennoch einen Wert für uns durch das Gehirn schaffen, indem wir durch die Bewusstheit und durch die Reflexion quasi einen Zugang zur Demut finden und einen Zugang zur Achtsamkeit finden, was reale Werte sind, was Realität ist. Und ja, das habe ich beim Rainbow nochmal intensiv gespürt, weil ich kam das eine oder das andere Mal schon in einen Disput mit einem Bruder oder mit einer Schwester, die halt sehr, sehr starken Zugang zu der Kultur und zu den Traditionen haben. Und ich mit meiner Art eben dann auch deutlich gesagt habe, dass ich von der Kultur und der Tradition an sich nichts halte. Was mir da einfällt, das letzte war jetzt im Vision Council im letzten Tag. Da wurde überlegt, auf dem Grund, wo wir gewesen sind, ein paar Bäume zu pflanzen rund um das Mainfeuer und dann noch ein paar bunte Wimpel dran zu hängen. Und damit wir sagen, hier ist das Rainbow gewesen, dass wir uns immer wieder erinnern, dass dieses Rainbow hier gewesen ist. Und da so ein was schaffen, so ein Heiligtum oder sowas. Und da habe ich gesagt, also der ganze Kreis, die ganze Beratung waren alle begeistert davon. Nur ich habe dann gesagt, also
Meine Worte waren so ungefähr, warum die Menschen immer in Erinnerung schwelgen wollen und noch bunte Fähnchen aufhängen wollen, wo sie mal gewesen sind und was so schön gewesen ist. Das ja, resoniert mit mir überhaupt nicht. Und das ist ein bisschen so schockierend aufgenommen worden, weil alle sich gerade so ein bisschen im friedlichen Wohlgefühl aufeinander abgestimmt haben. Aber ja, das war so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da bin ich so nicht, was so Tradition und Kultur angeht, irgendwie so affin. Oder andere Seite, wenn irgendwelche bestimmte Rituale, das beim Talking Circle, ein Video dazu habe ich ja schon gemacht, dass ob der Stab nach rechts oder links geht, ist assoziiert mit irgendwelchen Energien, Energien öffnet oder Energien schließend. Ich spüre die Energie nicht in dem Moment, ob die öffnet oder schließend ist. Deswegen ist das für mich nicht real. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich spüren, dass wenn sie den Stock rechts rumgeben, dass die Energien geöffnet werden und wenn der links rumgeht, dass die Energien geschlossen werden. Für mich ist das in dem Moment, wenn ich das nicht spüre, ist das erstmal eine Erfahrung von anderen, die ich annehmen kann, aber nicht annehmen muss. Und wenn dann darauf diskutiert wird und gesagt wird, hey, das ist aber so, dann sage ich, nein, das ist nicht so. Für mich ist das nicht so. Du kannst gerne aus deiner Sicht das so beurteilen und meiner Meinung nach, und das ergänze ich dann natürlich auch, damit der andere auch die Fähigkeit hat, über sich selbst zu reflektieren, ist das in deinem Kopf eher so eine Tradition, was man sagt, und du spürst die Energien vielleicht jetzt auch gerade nicht, ob die sich öffnen oder schließen und sagst das einfach nur. Auch das führte immer wieder zu Disput. Aber ich habe trotzdem eben gelernt, dass eben die Kultur und die Tradition über die Reflexion des Gehirns eben doch ein Zeichen oder ein Instrumentarium sein kann, um Achtsamkeit und Demut zu lernen. Gut, das ist so die erste Erkenntnis oder eine der Erkenntnisse. Also die ist jetzt nicht gewertet, das ist jetzt die wichtigste Erkenntnis, es ist nur eine Erkenntnis. Weitere Sachen. Ich habe Fähigkeiten aufbauen können während des Rainbows. Ich habe die Fähigkeit, zum Beispiel jetzt ein Tipi aufzubauen. Ich habe vorher ein Tipi gesehen, aber wusste nicht, wie man sowas aufbaut. Und wenn ich jetzt sozusagen ein Stück Stoff habe, womit man dann das umkleiden kann, dann kann ich jetzt persönlich ein Tipi aufbauen. Und sogar ein recht großes Tipi. Und das gibt mir einfach ein gutes Gefühl, wenn die Situation kommt, dass ich das abrufen kann. Gut, ein Tipi bauen ist vielleicht sehr spezifisch, aber nehmen wir das Beispiel Feuer machen. Ich bin jetzt geschulter im Feuer machen. Das sind alles Dinge, die brauchen wir vielleicht irgendwann zum Überleben, aber eigentlich nicht wirklich in unserer Zivilisation. Ja, wer muss denn heute ein Feuer machen? Ich habe doch ein Feuerzeug. Oder was auch immer. Ja. Aber das ist nur deshalb für uns nicht mehr relevant, weil wir uns abhängig gemacht haben vom System, weil wir uns abhängig gemacht haben von den Feuerzeugherstellern zum Beispiel. Oder abhängig gemacht haben von was auch immer. Alles, wo wir leben, das stellt irgendjemand her. Wir müssen dafür bezahlen, wir müssen dafür arbeiten gehen. Das ist alles ein großer Kreislauf. Wir machen uns abhängig. Wenn wir hingegen in der Natur unsere Fähigkeiten schulen im Umgang mit der Natur, dann sind wir unabhängig. Und das gibt uns ein Gefühl der Freiheit, ein Gefühl der Sicherheit, um dann, wenn wir in das Leben, in der Zivilisation zurückkehren, uns zu entscheiden, nehmen wir das wahr, nehmen wir das nicht wahr. Und nicht gar keine Wahl zu haben und zu sagen, okay, wir müssen jetzt dieses Feuerzeug kaufen, weil wir kriegen sonst kein Feuer her oder so. Ne? Also da sind schon Sachen, das hilft einem, auch wenn man das nicht wirklich braucht, ein Feuer machen oder ein Tipi aufbauen, aber das hilft einfach so für das Selbstwertgefühl und auch für das Gefühl der Freiheit, der Selbstbestimmtheit, dass man das kann und dass man sich unabhängig davon machen kann, dass man wirklich in der Natur auch überleben kann. Und ja, das finde ich halt eine ganz große, vielleicht sogar auch die wichtigste Erkenntnis, wenn man dann die Prioritäten setzen will. Und dazu zählt natürlich auch der Konsum von Wildkräutern, von Bäumen, Sträuchern, Pilzen, was man alles gelernt hat. Ich habe ja vor kurzem noch ein Video zu Fliegenpilzen gemacht, das war wahrscheinlich das letzte Video. Und ja, und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, wenn man da in der Natur lebt, dass man sehr, sehr viel kennenlernt, man sich gegenseitig austauscht, dass man Ängste verliert vor gewissen als giftig geltenden Pflanzen oder Pilzen und dass man die einfach dann eben auch probiert. Ansonsten zu den Menschen beim Rainbow. Also die Menschen beim Rainbow, bei diesem Rainbow, sind wirklich sehr respektvoll mit sich umgegangen und mit sich und auch mit anderen. Man hat so richtig gemerkt, dass bei den Menschen, ja, einfach so ein Frieden war, voller Liebe und voller Achtsamkeit, sich geholfen wurde. Und ja, es war einfach nur schön. Und ja, was interessant war, dass sehr viele neue Rainbows da waren, also sehr viele neue Menschen, die das erste Mal auf das Rainbow gekommen sind. Das lag wahrscheinlich daran, weil
das relativ kurzfristig war und dann dieses von Mund zu Mund oder von Herz zu Herz übertragen und jemanden einladen, gar nicht so schnell mehr vonstatten gehen konnte. Und ja, und dann über Facebook doch recht viel, sag ich mal, eingeladen wurde. Über Facebook-Freundschaften, also digitale Freundschaften, also nicht ganz Herz von Herz, sondern halt von digitalem Herz zu digitalem Herz. Und ja, dass deshalb sehr viele erstmalig beim Rainbow waren. Und ich habe ja nun den Unterschied von, ich habe jetzt drei Rainbows erlebt. Und bei diesem Rainbow war es tatsächlich so, dass die Menschen viel respektvoller und viel achtsamer umgegangen sind, auch mit den Regeln, mit den Richtlinien, wie bei allen anderen Rainbows. Obwohl der Anteil der neuen Rainbows exorbitant höher war als sonst. Das heißt, meine Überzeugung ist, dass derjenige, der das erste Mal sich so einem Rainbow nähert, der von mir aus auch anonym eingeladen ist, nicht von Herz zu Herz, dass dieser Mensch mehr Respekt und mehr Achtsamkeit entgegenbringt als viele der alten Hippies und derjenigen, die so auf die Tradition pochen und die vor allem das Internet ablehnen und sagen, boah, da kommt eh noch Scheiße raus. Nein, im Gegenteil, ich würde sagen, wenn man das aufwiegen will, was ist die größere Scheiße, dann würde ich fast sagen, dass ja, viele der alten Hippies, sag ich mal, Punkte Achtsamkeit und Respekt gegenüber anderes die größere Scheiße sind. Also von daher, ich kann nur sagen, mich hat das sehr gefreut und sehr, sehr auch tief berührt, dass Menschen dahin gekommen sind, die eigentlich von Haus aus gar nicht so hippiemäßig drauf sind, aber dort die Grundlage des Hippietums oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, Hippie ist ja auch oft negativ belegt, aber sag mal, die Grundlage des Rainbows, dass die Liebe alles verbindet und dass die Liebe alles ist, dass sie das aufgenommen haben und viel, viel stärker gespürt haben und über sich selber reflektiert haben und das auch dann nach außen getragen haben und dadurch wieder andere in den Bann gezogen haben, weil sie realisiert haben, wow, das kommt an. Das ist nicht hier nur eine kleine verschworene Gemeinschaft, sondern das kommt an. Und auch der Anteil der berufstätigen und erfolgreichen Menschen war bei diesem Rainbow so hoch wie noch nie. Das waren Pädagogen waren dabei, da waren aus der Wirtschaft Leute dabei, da waren auch aus Krankheitsberufen, eine Osteopathin habe ich noch im Kopf. Und also da waren viele, die eine selbstständige Praxis haben oder die auch beruflich halt stark eingebunden sind. Und ja, das war einfach echt schön zu sehen, dass diese Menschen da diese Energie, die dort ist, dass sie die aufgenommen haben und dass bei denen das sowas ausgelöst hat bei ihnen, dass sie, ja, will ich sagen, eine 180-Grad-Wendung gemacht haben, aber dass sie intensiv gespürt haben, ja, Liebe. Das geht nur um Liebe und das war's. Und somit Ängste abbauen konnten, somit körperliche Beschwerden, die sie zu Anfang des Rainbows noch hatten, dass die sich quasi aufgelöst haben und dass schwer kranke Menschen plötzlich intensiv gearbeitet haben und es ihnen gut dabei ging. Also da war schon einiges zu beobachten und ich möchte halt eben auch hervorrufen, dass der Anteil der neuen Menschen daran, ich glaube, da hat damit auch was zu tun gehabt und so ein bisschen frischer Wind in das Rainbow reinzubekommen, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist natürlich auch wichtig, dass es genug Leute gibt, die die alte Kultur und die alte Tradition so ein bisschen noch darbieten und dass man da eben so ein bisschen die Achtsamkeit und Demut, dass man dann Zugang dazu finden kann. Aber es ist, glaube ich, auch wichtig, immer wieder neue Menschen da zu inspirieren und dass diese Menschen dann eben diese Liebe auch wieder nach außen tragen, vielleicht auch nicht beim Rainbow. Denn die Liebe ist überall, die ist nicht nur beim Rainbow, die ist überall. Sie wird nur überdeckt von ja, intellektuellen Überlegungen, von Traditionen aus der Zivilisation oder von Bequemlichkeit. Aber auch von Frustration und Kompensationsgedanken. Also von der Seite her, ja, ein Hoch auf alle Rainbows, die da gewesen sind. Einige werden auch meinen YouTube-Kanal geedet haben, die mich dort kennengelernt haben. Ein Gruß an euch und vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, war wirklich total schön zu sehen, dass so alt und neu einfach so Hand in Hand gehen. Und so alt bin ich ja, was Rainbows angeht, ja auch nicht. Also ich habe ja auch erst vor drei Rainbows damit angefangen. Genau. Wie habe ich mich eingebracht beim Rainbow diesmal? Was waren so meine Tätigkeiten? Also ich habe dieses Rainbow in allen Bereichen irgendwo, ja, entweder das selber gemacht oder halt mitgearbeitet. Das heißt, ich habe wirklich diesmal von Anfang bis Ende ja, das Rainbow erleben dürfen und meine Fähigkeiten einbringen können. Und das war sehr schön. Es hat angefangen, dass ich
Die Einladung, die für die Mitglieder, was heißt Mitglieder, das klingt, ist Quatsch, für die Menschen, die interessiert sind, an so einem Rainbow Gathering teilzunehmen, habe ich diesmal die Einladung gemacht. Und ja, auch diesmal aufgrund auch der relativen Zeitknappheit ist diese Einladung digital erstellt worden. Das war bis jetzt in 30 Jahren Rainbow nicht der Fall. Jetzt ist auch im Rainbow das digitale Zeitalter angebrochen, sozusagen durch meine Einladung, weil es hat kein anderer gemacht und ich habe sie dann eben zusammengestellt. Ja, kann man gut finden, kann man schlecht finden. Mir ist das eigentlich relativ egal. Ich wollte es nur sagen, also ich habe die Einladung gemacht und auch positive Resonanz gegeben, dass sie sehr schön war. Ich habe mich auch dran gesetzt mit viel Liebe. Und denn es muss, also wenn man am Computer was macht, dann nimmt man ja auch die Hände. Man nimmt halt die Maus und man nimmt halt die Tastatur und man nimmt halt keinen Stift. Also, aber es sind trotzdem die Hände. Muss jeder für sich selber entscheiden. Auf jeden Fall, ja, ich habe die Einladung gemacht und ja, dann habe ich über Facebook sehr, sehr viele Menschen, die meine Facebook-Freunde sind, also von digitalem Herz zu digitalem Herz, quasi Einladung verschickt und ja, mich auch viel ausgetauscht, viele Fragen beantwortet im Vorfeld, alles digital, um auch Ängste zu nehmen von Menschen, die vielleicht sonst nicht zum Rainbow gekommen wären. Und ja, das habe ich auch getan. Dann, wo ich angekommen bin, war noch kein Mainfeuer, da war noch kein Tipi da. Waren halt nur vier Leute, wo ich gekommen bin. Oder wo wir gekommen sind, Cecile und ich. Und ja, und da war es eben so, dass man dann einen Tipi bauen musste. Und da war keiner da, der einen Tipi baut. Und da habe ich gesagt, okay, dann baue ich halt einen Tipi. Und dann, einer wusste so ungefähr, wie ein Tipi so aufzubauen ist. Und der hat dann gesagt, man muss dann die großen Bäume, also große Bäume nehmen, so 7, 8 Meter. Und man muss die dann entgraten. Und also entgraten, also einfach diese, wo die Äste rauswachsen, wachsen, dass man das abmacht, dass das der Tipi-Stoff nicht einreißt an der Stelle. Gut, und das habe ich dann gemacht. Also habe von den 9 Tipi-Stangen, glaube ich, ja, 7, 8 habe ich da sozusagen aus dem Wald geholt und ja, bearbeitet. Und aber haben mir auch immer welche geholfen. Und ja, und dann ging es ans Tipi aufbauen. Und das war das Interessante. So richtig hatte keine Ahnung. Der eine hat halt schon mal gesehen, wie ein Tipi aufgebaut wurde. Und so hat man sich dann noch intensiv mit dem Prozess auseinandergesetzt. Und so habe ich halt wirklich richtig viel lernen können, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und dann eben das Tipi aufgebaut. Und das war so das Erste, wo ich echt gesagt habe, wow, echt kein Tipi aufbauen. Geil. Ja, dann halt Tipi aufgebaut. Mich nach Küche natürlich eingebracht. Ein paar Tage auch mal die Küche gemacht, also Fokuleist und einfach das, was es halt zu essen gibt und auch so ein Gefühl entwickelt. Das hatte ich ja schon beim La Libertad gemacht. Wie viele Menschen sind das? Wie groß müssen die Portionen sein, damit es für alle reicht und auch nicht zu viel übrig bleibt? Wie kann man am besten verwerten? Wie kann man verschiedene Sachen kombinieren? Das ist eine schöne Sache und ja, habe ich mich da natürlich da auch wieder gerne dort eingebracht. Ansonsten natürlich auch mit der Musik. Ich habe wieder, ja, gerade am Anfang, wo noch gar keiner da war mit meiner Gitarre, habe ich quasi ja, komplett die ganzen Rainbow-Songs und abends am Feuer, dass wir da sitzen konnten und ja, singen konnten gemeinsam. Und dann kamen immer mehr Musiker und ich habe mich dann so Stück für Stück zurückgezogen und habe die anderen machen lassen, immer mal einen Song gespielt oder so, aber halt einfach auch Raum gelassen für andere Musiker. Das ist immer das Schöne bei dem Rainbow, dass halt nicht einer alles spielt und alle müssen dann dem Flow dessen folgen, sondern dass halt die Gitarre mal rumgereicht wird. Mal spielt der eine einen Song, mal der andere. Mal möchte der eine einfach was singen und die anderen hören zu. Der andere möchte mitsingen, dann wollen die Trommlergruppe wieder mal für sich ein bisschen trommeln, ein bisschen Stimmung machen und so ist das dann halt sehr, sehr schön. Genau, und dann hatte ich auch noch die Ehre und das kann ich schon so sagen, weil ich empfinde das schon als großen Vertrauensbeweis, dass ich den Magic Hat führen durfte. Das bedeutet, dass das ganze Geld, was immer eingesammelt wird am Abend, da gibt es, geht so ein Hut rum, das habe ich euch schon mal erklärt, dass halt für Menschen, die halt noch mit Geld bezahlen und die Geld haben und das als Energieaustausch nutzen möchten und halt auch nicht nur von der Natur leben wollen, sondern dass auch mal gesammelt wird und dann beim Bauer dann halt auch Kartoffeln gekauft wird oder auch im Supermarkt dann, der in der Nähe ist, was eingekauft wird, die geben dann halt Geld rein. Und diesen Magic Hat hatte ich dann eben sozusagen in meiner Obhut und ja, man wurde mir sozusagen anvertraut. Und ich habe auch die Reste des Magic Hat, das ist übrig geblieben, auch jetzt hier mit und werde die auch dann sozusagen bis zum nächsten Rainbow bei mir verwahren, um das nächste Rainbow dann starten zu können mit dem Geld, beziehungsweise eventuell wird davon auch ein Tippi gekauft, ein neues Tippi. Und ja, da, das wurde mir halt anvertraut. Und das finde ich sehr, sehr schön und ja, es
Ich fühle mich halt jetzt wirklich, was das Rainbow angeht, von vorne bis hinten quasi, ja, so ein bisschen als alter Hase, obwohl ich erst auf drei Rainbows gewesen bin. Und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl, das würde ich oder möchte ich eben auch gern mit euch teilen. Ja, letztlich war es auch so, dass sich das dann auch gedeckt hat mit der Verweildauer der Menschen. Das hatte ich auch schon in einem anderen Video angesprochen. Cecile und ich, wir waren diejenigen, die quasi die längste Zeit auf dem Rainbow waren, die quasi von Anfang bis Ende eben dabei gewesen sind. Andere sind halt immer mal gekommen, wieder gegangen. Und ja, das war halt total schön zu beobachten, wie auch die Energie float von den verschiedenen Gruppen, die dann kommen oder Menschen, die kommen. Da waren ganz starke Charaktere dabei, die ganz stark das Rainbow geprägt haben. Der eine hat das ganze Tipi annektiert für sich, hat seine große Holzkiste reingestellt, das Tipi zweigeteilt mit einem Vorhang, wohinter er seinen Bereich gemacht hat und am Anfang so gedacht, what the fuck, das ist unser Gemeinschaftstipi und ich hab's aufgebaut, oder einige von uns haben es aufgebaut. Und ja, aber er hat andererseits ist er jeden Morgen in den Wald gegangen und hat halt Holz ohne Ende geholt, dass das Tepi immer warm war, das Tepi war immer sauber, du konntest immer dort reingehen und vorher war es immer so, ja, ist immer reingegangen, hat ein bisschen Feuer gemacht oder so. Aber er hat da echt total und er hat auch, bevor er seinen Vorhang zugezogen hat, hat er seine Liege hochgeklappt und ich hatte am Anfang so ein bisschen komisches Gefühl mit ihm, aber am Ende ist mir das Herz gewachsen. Wo er gegangen ist, habe ich noch herzhaft gedrückt und ja, er hat halt sich so eingebracht, wie er das möchte. Und das ist halt das Tolle am Rainbow, dass halt jeder sich so einbringen kann, wie er das möchte und wo seine Stärken liegen. Und ja, und derjenige, der das Tibi eingezogen hat, hat seine Stärken eingebracht. Und da gab es noch viele, viele andere Beispiele, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber einfach, es ist sehr, sehr schön zu sehen, wenn man die ganze Zeit da bleibt, dass so viele Persönlichkeiten kommen und gehen und dass die Energie der Menschen, der Gemeinschaft extrem unterschiedlich ist. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen, wenn Menschen, die eine Gemeinschaft suchen, nicht so richtig fündig werden, weil das ist so abhängig von einzelnen Individuen, wie so eine Gemeinschaft float, dass das ein sehr, sehr komplexer, ein komplexer energetischer Raum ist, in dem man sich ja da wirklich erstmal einfinden muss und es wahrscheinlich immer auch ein paar Probleme gibt, gerade Anpassungsprobleme am Anfang. Und ja, das hat man sehr, sehr stark gespürt. Das letzte Thema, zu dem ich noch reden möchte, ist das Thema offene Liebe. Und beim Rainbow konnte ich aufatmen. Ich konnte aufatmen, weil es tatsächlich im Gegensatz zur Zivilisation und ich spreche da auch euch an, die ja in den Kommentaren oft antwortet, offene Liebe tatsächlich verstanden wird. Und das war einfach sehr, sehr befreiend, weil oftmals gilt, offene Liebe wird immer assoziiert mit Sexualität. Und ich hatte auf dem Rainbow quasi bis auf die Frau, mit der ich hingegangen bin, keine Sexualität, also keine Sexualität mit anderen Frauen, sondern man hat einfach nur die Liebe geteilt und die offene Liebe. Und das beinhaltet auch intensives Kuscheln, das beinhaltet auch, dass man sich mal anfasst und irgendwo anfasst oder sonst was oder einfach fließen lässt, aber ohne unbedingt eine sexuelle Vereinigung zu haben, sondern einfach wirklich das, was sich angenehm und gut anfühlt und so belastungsfrei und einfach. So, das war gerade der Stromsparmodus des Handys. Das heißt, ich muss mich wirklich langsam kurz fassen. Also tatsächlich, dass es belastungsfrei ist, dass man es einfach fließen lässt und dass es die Menschen einfach fließen lässt. Dass Männer mit Männern kuscheln, Frauen mit Frauen, Frauen mit Männern und Männer mit Bäumen. Ja? Also, dass alle mit allen einfach kuscheln und sich lieb haben und sich drücken und man einfach auf jemanden zugeht, man sieht sich an und man drückt sich einfach. Und man muss nicht erklären, warum man den drückt oder. Und wenn man was nicht will und man merkt, okay, der andere drückt zu intensiv oder der andere, ja, macht irgendwas, was man vielleicht nicht mag oder was, dann sagt man, sagt, hey, du, das reicht mir, ist vollkommen in Ordnung, was du spürst, aber ich möchte das jetzt vielleicht gerade nicht. So. Und das ist halt wirklich, das ist offene Liebe. Offene Liebe, das ist bedingungslose Liebe. Und das, wenn man zum Beispiel mit einer Person connectet und sich intensiv der Liebe hingibt, dass diese Person am anderen Tag sagt, das ist mir selber auch widerfahren, hey, du, ich habe jetzt einen anderen Menschen kennengelernt, mit dem möchte ich heute die Zeit verbringen und da fühle ich mich sehr hingezogen zu ihm und ich möchte mit dir auch heute dann keine Zeit verbringen. Und dann sage ich, ja gut, danke, danke für deine Ehrlichkeit, dass du mir das so sagst. Ne? Und nicht, dass du pflichtbewusst vielleicht ein paar Minuten mit mir verbringst, ich irgendwie negative Vibrations spüre und dann denke und das auf mich beziehe, obwohl einfach
eine andere Person das Interesse größer weckt. Und ja, das ist halt einfach total schön. Und das ist offene Liebe. Das ist offene Liebe. Offene Liebe mit Sexualität gleichzusetzen oder mit einem Rumbumsen oder wie man das auch mal ausdrücken möchte, das ist so falsch, wie es falscher nicht sein könnte. Im Gegenteil, wie gesagt, ich bin einfach der Meinung, dass wenn man auf einen Menschen fixiert ist, wenn man auf einen Menschen, und ich wiederhole nochmal, ich bin der Meinung, das ist nicht die Wahrheit, das ist meine Meinung und vor allem meine Erfahrung, wenn man auf einen Menschen fixiert ist und von ihm alles verlangt, alles, das heißt, jegliches Bedürfnis, was man hat und alle Liebe, die man sozusagen körperlicherseits auch zu geben bereit ist und nehmen möchte, wenn man das alles auf diese eine Person projiziert, dann lädt man dieser Person so viel auf, dass diese Person sich quasi gar nicht entfalten kann, wenn sie denn alle Ansprüche erfüllen möchte von mir. So, und wenn sie alle Ansprüche erfüllen möchte und nicht frei ist, dann kann ich doch nicht sagen, dass ich diese Person liebe, wenn ich sie so sehr belaste, dass ich sie nicht entfalten kann. Das macht keinen Sinn für mich. Und vielleicht gibt es diesen einen Mann und diese Frau, die so gut zusammenpassen, dass das wunderbar funktioniert. Also theoretisch würde eine monogame Beziehung wunderbar funktionieren. Meiner Erfahrung nach hat es das bisher nicht getan. Und es fühlt die offene Liebe sich einfach richtiger an. Weil ich muss nicht zwanghaft nach der einen Person suchen. Das ist ja vielleicht auch manchmal ein Allokationsproblem. Vielleicht gibt es die Person. Aber wenn ich die in meinem Leben nicht finde, dann habe ich nichts davon, dass es diese Person gegeben hat. Ich kann natürlich in Hoffnung und in Erwartungshaltung frohlocken. Es kommt irgendwann die eine Person. Ja, und irgendwann bin ich tot. Und da hatte ich diese Person nicht. Und fühlt sich für mich einfach sinnvoll an, einfach den Moment fließen zu lassen. Wenn in dem Moment eine Person da ist, die ich liebe und wo ein gewisser Austausch da ist, warum das nicht nutzen? Warum auf den nächsten Moment warten? Warum nicht in diesem Moment die Liebe fließen lassen, wenn sich das richtig anfühlt? Wie gesagt, die offene Liebe beim Rainbow, wirklich ein intensives, schönes Erlebnis, vor allem ein befreiendes Erlebnis, eine Liebe, die ja, fernab der Sexualität einfach auch auf körperlicher Ebene und auf geistiger Ebene einfach total sich richtig angefühlt hat und ja, auch so ein Kernelement des Rainbows für mich gewesen ist. Sehr viele Menschen habe ich kennengelernt, mit sehr vielen Menschen habe ich mich connected. Es war einfach eine schöne, geile Zeit. Und ich kann euch nur anraten, egal wie ihr drauf seid, geht zum Rainbow und seid in gewisser Weise ein bisschen offen für neue Eindrücke. Und ihr werdet die Menschen, die jetzt da waren, also einer will seinen Job kündigen, der andere ist einfach nur beseelt und sagt, er möchte eigentlich nie wieder vom Rainbow weg. Das sind Menschen mit ernsthaften Problemen teilweise gewesen, psychisch wie auch körperlich. Und es ist unglaublich, was sich dort tut. Unglaublich. Und wenn jemand sagt, der hat keine Zeit, es ist mir zu weit oder sowas, der erfasst gar nicht, was das für eine Qualität ist. Der hat überhaupt keine Ahnung, wie sein Leben komplett wandelt. Wie er von einem psychisch depressiven, hochgradig kranken und komplett körperlich zerstörten Menschen zu einem Licht wird, was nicht nur durch sich selbst scheint, also dass er selbst sich irgendwie wohler fühlt, sondern dass der andere Menschen mit dieser Art ansteckt. Ein Mensch, der gebückt, der voller Belastung der Zivilisation ankam und kaum einen in die Augen schauen konnte, der stand dann da wie so ein Lichtkrieger am Mainfire und hat die Leute in den Arm genommen und hat gestrahlt vor Kraft und Vitalität. Das sind Prozesse, die beim Rainbow ablaufen. Es ist unglaublich. Man muss sich natürlich auch der Sache öffnen. Das kommt dazu. Und wenn ihr an dem Punkt seid, wo ihr denkt, okay, ich spüre das, dass ich etwas in mir trage, was scheinen möchte und ich spüre auch eine gewisse Belastung der Zivilisation, die ich ablegen möchte, ich empfehle euch von ganzem Herzen, zum nächsten Rainbow zu kommen. Ich werde das sicherlich auch wieder teilnehmen, wenn es auf deutschem Boden ist, sowieso, in international ist vielleicht auch, je nachdem, wie es passt, auch finanziell, es kostet auch immer ein bisschen Geld auch anzureisen. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann denke ich, werdet ihr auch ungefähr wissen, wann das nächste Rainbow stattfindet. Ich werde natürlich nie sagen, wo es ist, weil das einfach Konsens ist, aber ihr werdet euch in diversen Foren und auch bei Facebook, werdet ihr ja relativ schnell dann erkennen, wo das nächste Rainbow ist. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was anfangen konntet mit meiner Zusammenfassung und ein bisschen längeres Video, aber es war auch eine lange Zeit jetzt, die 30 Tage in der Natur, der Wildnis, die kamen mir vor wie so ein halbes Leben. Es war so intensiv von früh bis abends. Ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und alles Liebe.